Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Sackfishing Wells Video. Ich bin zurück am Fluss. Es geht wieder ums Boilie-Angeln auf Waller. Wir haben veränderte Bedingungen im Vergleich zur letzten Session. Welche das sind, erzähle ich euch gleich. Ich packe jetzt hier noch gerade die letzten Sachen aus dem Auto, lege dann so langsam los und dann sehen wir uns gleich. Ich begrüße euch zurück aus meinem Schirmzelt oder in meinem Schirmzelt, wie auch immer. Ja, das brauche ich heute Gott sei Dank bisher noch nicht. Das heißt, es gibt noch keinen Regen, aber ihr seht es auch, der Himmel ist grau in grau. Das heißt, ja, so richtig herbstliche Stimmung, und das passt auch generell so zu der Entwicklung in den letzten Tagen und vielleicht auch schon Wochen. Der Herbst ist mehr und mehr im Kommen. Die Wassertemperaturen sind im Keller gesackt. Wir haben jetzt hier, habe ich eben gesehen, knapp noch 15 Grad. Das war vor 2 Wochen, war es noch bei knapp 20. Ja, also ganz spürbar ein Knick nach unten. Was allerdings einen Knick nach oben gemacht hat, ist der Wasserpegel. Und zwar ist der in den letzten 2-3 Tagen ordentlich angestiegen, sodass wir hier eine höhere Fließgeschwindigkeit haben und auch einen höheren Pegelstand. Und genau das ist letzten Endes auch das Thema des heutigen Videos oder eines der Themen. Und zwar geht es darum, dass ich tatsächlich in den letzten Jahren mich mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten habe, die dieses Boilie-Angeln auf Wels praktiziert haben, unter anderem mit Antoine Gonzales, ein Franzose, ein französischer Freund von mir, von uns, mit dem ich schon seit über 10 Jahren in Kontakt stehe und der wirklich dieses Boilie-Angeln für sich perfektioniert hat. Von dem konnte ich wirklich schon einiges lernen und mir abschauen. Antoine, wenn du das Video sehen solltest, bisous à toi, mon ami. Ich glaube es zwar nicht, dass du es siehst, aber wenn, dann ja, schöne Grüße. Worauf ich hinaus will, ist, dass der mir gesagt hat, dass das Boilie-Angeln bei Hochwasser nicht funktioniert. Gesagt, er weiß nicht warum, aber es funktioniert nicht. Beziehungsweise hat er als einen der Gründe genannt, dass dann der Futterplatz leergeräumt werden würde. Das heißt, das Futter bleibt nicht am Platz und dementsprechend funktioniert dann auch das Angeln nicht. Das ist für mich ein nachvollziehbarer Grund, erst einmal. Aber auf der anderen Seite gibt es ja immer noch Schlupfwinkel. Das heißt auch Möglichkeiten zu angeln an Plätzen, wo das Wasser gebrochen wird, wo das Wasser sich beruhigt, wo sich dann sowieso die Fische einfinden, sowohl die Futterfische als auch die Welse, um Deckung zu suchen vor der Strömung. Und wenn ich so einen Bereich gefunden habe, dann habe ich ja im Prinzip auf jeden Fall mal einen Bereich, wo Fische sind, wo Fische sich aufhalten und im Idealfall dann auch die Boilies annehmen, beziehungsweise wo dann auch vor allen Dingen die Boilies liegen bleiben, weil in einem Kehrwasser oder in einem strömungsberuhigten Bereich bleiben meine Boilies ja liegen. So, das heißt, auch mein Futter hätte kein Problem mit dem Hochwasser. Und das ist jetzt genau der Punkt, das will ich ausprobieren in den nächsten Wochen, Monaten, wann immer es sich anbietet. Und heute ist ein so ein Tag und ich habe mir hier jetzt eine Strecke ausgesucht, wo ich über Nacht angeln darf. Allerdings gibt es hier halt nicht wirklich viele Punkte, wo die Strömung tatsächlich mal in einem größeren Bereich gebrochen wird, sich beruhigt oder dreht. Dementsprechend muss ich mich hier auf kleine Bereiche fokussieren. Das habe ich jetzt gemacht und zwar, und das kann ich euch nachher auf dem Blog auch noch aufzeichnen, macht das Ufer hier so einen kleinen Knick nach innen. Beziehungsweise nach außen, und die Hauptströmung schiebt sich aber weiter durch die Mitte. Das heißt, ich habe hier bei mir so an der Packung entlang so einen kleinen Bereich, wo das Wasser ein bisschen langsamer strömt, sich teilweise zurückdreht und wo ich jetzt heute auch schon Fische gesehen habe. Also seit ich hier bin, ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgebaut, seit ich hier bin, habe ich hier schon mehrfach Fische gesehen, habe den Platz aber heute erst ins Futter gelegt. Das heißt, eben als ich gekommen bin, erstmal ein paar Pellets rein, um den Platz schnell zu aktivieren. Da kommt nachher dann noch was nach, aber so ist jetzt auf jeden Fall schon mal Futter im Wasser. Ob die Fische jetzt kamen wegen meines Futters, das glaube ich nicht, weil dafür hätte es nicht lange genug wirken können. Aber sie sind auf jeden Fall schon mal hier. Das waren jetzt keine Welse, sondern irgendwelche anderen Fische. Aber das gibt mir auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl. Jetzt ist der nächste Schritt, die Ruten zu montieren, Köder anzubringen, Futter klar zu machen und Ruten so schnell wie möglich rauszulegen, damit ich auf Angelzeit komme. Das ist jetzt das nächste und alles andere sehen wir dann. Vielleicht an der Stelle mal noch gerade ein Wort zu den Boilies bzw. der Art und Weise, wie ich die Boilies vorbereite, bevor ich sie letzten Endes angel. Und da würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, was ich hier dabei habe. Und zwar, natürlich arbeite ich hier auch mit verschiedenen, oh, jetzt habe ich das gar nicht gesehen, mit verschiedenen Liquids. Das hat dann meistens irgendwie ein Fisch, Monster Crab oder sonstiges stinkiges Aroma. Ja, das ist mal das Erste. Da habe ich dann immer so ein kleines Döschen auch fertig mit Hakenködern, die eingelegt sind. Da habe ich auch verschiedene Fischboilies, die ich da eingelegt habe. Die fische ich dann immer, um dann wirklich am Hakenköder auch nochmal den extra Reiz zu haben.
Und was ich noch mache normalerweise in der Vorbereitung, ist, dass ich die Boilies, die ich fütter, das sind jetzt hier meine Boilies zum Anfüttern, dass ich die normalerweise auch mal noch ein, zwei Tage vorher hier komplett mit einem Liquid versehe und die dann ziehen lasse, damit das Ganze sich wirklich richtig schön in die Boilies reinzieht und die Boilies das Ganze dann langsam im Wasser abgeben. Das, wie gesagt, mache ich dann gerne mit den Boilies, die ich am Tag des Angelns fische. Ganz einfach deswegen, weil diese Liquids halt auch einfach echt teuer sind. Und wenn man da im Vorfeld des Angelns da ständig komplett alle Boilies immer soakt, dann ist das tatsächlich irgendwann eine kostspielige Sache. Und ich versuche sie auch so zu machen und vor allen Dingen auszuprobieren, wie es letzten Endes dann auch für den Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt einfach mal, vernünftig ist, ohne dass das eine Kostenexplosion einfach gibt. Ja, letzten Endes habe ich ja auch selber keinen Bock drauf, ständig irgendwelche Unsummen da auszugeben für Liquids oder sonst irgendwas. Das muss am Ende immer noch irgendwie halbwegs rentabel bleiben. Das Hobby ist teuer genug und deswegen mache ich das genauso. Und wenn die Boilies am Tag des Angelns da nochmal einen Ticken mehr Lockstoff abgeben, hoffe ich mir davon einfach dann nochmal in der Zeit, während die Montagen auf dem Futterplatz liegen, so ein bisschen extra Lockwirkung und dementsprechend ist es dann für mich tatsächlich eine sinnvolle Sache. Allerdings ist es so, dass ich die Boilies für heute jetzt gar nicht vorbereitet habe. Das hole ich jetzt noch nach, dann können die noch so eine halbe Stunde ziehen und dann gucken wir mal, ob das nachher einen Unterschied ausmacht. Ich gebe da jetzt auch zwei verschiedene Liquids mit rein, weil ich nur noch ein paar Reste habe, muss mir da mal neue besorgen. Aber solange wie es stinkt und irgendwie nach Fisch riecht oder nach irgendwas Fischigem, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Das kommt jetzt einfach auch noch alles hier komplett mit rein. Dann wird das Ganze jetzt durchgeschüttelt und dann gehen die Boilies gleich auf den Futterplatz. So, ihr seht, ich hatte jetzt gerade hier einen Deckel drauf und habe das Ganze durchgeschüttelt. Das Liquid hat sich überall schön verteilt, kann jetzt noch schön einziehen in der Zeit, wo ich die Montagen fertig mache. Und dann geht das Ganze auf Tauchstation. So, also, ich bin jetzt hier gerade dabei, schon fast fertig, das zweite Köderpaket fertig zu machen und wollte euch in dem Zusammenhang gerade mal noch was sagen zur Ködergröße bzw. zu den verwendeten Ködern. Und zwar ist es so, dass ich oder wir am Anfang unserer Boilie- und Pelletangelei tatsächlich schon viel Lehrgeld bezahlen mussten, einige Plänknächte bekommen haben, wo wir verschiedene Dinge ausprobiert haben. Bis wir, oder ich kann da eigentlich in erster Linie für mich sprechen, weil ich nicht weiß, wie Benny es gemacht hat, bis ich irgendwann mal angefangen habe, wirklich mich mit Karpfenanglern zu unterhalten. Weil für mich war logisch, ich höre von den Karpfenanglern ständig von Wallerbeifängen, dann können die das Ganze so falsch nicht machen. Und dementsprechend muss ich mit denen reden. Und da war ein Punkt, dass Köder, die kombiniert sind mit einem Pop-up, scheinbar dafür sorgen, dass relativ regelmäßig Welse beißen. Warum das Ganze so ist, das würde ich mir so erklären, dass eben einfach ein Pop-up, der das ganze Ködergewicht und Hakengewicht ein bisschen aufhebt, einfach im wahrsten Sinne des Wortes einem Wels eher entgegenkommt beim Fressen, wenn er die Köder vom Grund aufsammelt, als jetzt so ein Sinker, der einfach nur am Boden liegt. Und das Ganze habe ich einfach genauso letzten Endes übernommen und siehe da, das ist tatsächlich eine Kombination, die recht zuverlässig die Bisse bringt. Hier sind wieder jetzt Fische an der Oberfläche. Die Ruten müssen definitiv raus. Und so war das der erste Schritt in die richtige Richtung. Und generell muss ich auch sagen, ich orientiere mich wirklich extrem viel, das habe ich in einem der letzten Videos ja auch schon gesagt, in Bezug aufs Material, ich orientiere mich extrem viel an den Karpfenanglern, weil letzten Endes sind das die, die regelmäßig die Welse auf ihre Montagen fangen. Das heißt, die machen eigentlich genau das oder erreichen genau das, was ich gerne erreichen würde, was wir gerne erreichen würden. Dementsprechend ist man gut beraten, sich bei denen da mal so ein bisschen was abzugucken. Und ja, da bin ich gerade dran. Und dieses Ding von wegen weniger ist mehr in Bezug auf Hakengrößen, Schnurdurchmesser, aber auch Ködergrößen und so weiter, ist tatsächlich das, was aktuell die Aktion bringt, was die Fische bringt und deswegen werde ich da jetzt dranbleiben. Die aufmerksamen Zuschauer auf dem Kanal werden vielleicht gemerkt haben, dass ich hier unten immer noch ein Bleichrot mit auf dem Haar habe. Warum ist das so? Das ist nicht deswegen so, damit die Boilies sich nicht auf dem Haar frei verschieben. Ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber nicht der Hauptgrund, warum das da ist, sondern es geht darum, dass ich weiß, dass die Pop-Ups einen Auftrieb haben, der normalerweise ausreichen würde, um das Ganze hier vom Grund abzuheben. Ja, und dann wäre das so ein komischer, halbgarer Schwebezustand, ohne dass hier was sauber auf dem Grund fliegt. Und das möchte ich nicht. Ich finde es gut, wenn das
alles ausgeglichen ist, beziehungsweise egalisiert ist das Gewicht. Aber so ein bisschen Halt am Boden sollte das Ganze schon haben. Deswegen das Bleigewicht, das kleine, was mit draufgezogen ist, beziehungsweise draufgeklemmt ist, das sorgt dafür, dass dann der Sinker einfach so auf dem Boden steht, der Pop-up nach oben schaut und das Ganze eben schön präsentiert ist. Der Haken liegt währenddessen einfach auf dem Boden nebendran und so habe ich hier eigentlich ein gutes Vertrauen in die Sache. Jetzt kommt hier natürlich überall noch der Teig drum, den kennt ihr schon aus dem letzten Video. Das kann man übrigens hier mal verlinken und dann gehen die Ruten ins Wasser. Vielleicht sollte man gerade, wenn ich das ganze Material hier so ausgebreitet habe, mal über das Tackle reden, das heißt den Tackle-Check einbauen. Und zwar fangen wir da wie immer bei der Route an. Natürlich, klar, zweimal hier die Homezone am Start mit einer SR10. Die SR10 ist befüllt mit einer 40er Hallklein und vorgeschaltet ist eine 65er Mono als Schlagschnur. Am Ende haben wir dann einen Ball-Bearing-Swivel hier angeknotet, der das Vorfach aufnimmt und über einen Clip das Bleigewicht. Bleigewicht hier von einem Fremdhersteller, weil ich da was am Experimentieren bin in Bezug auf den Teig, den ich benutze. Dann hier ein recht dickes Karpfenvorfachmaterial, ein Karpfenhaken und entsprechenden Bleischrot plus die zwei Boilies. Dazu, um das Ganze aufzufädeln, brauchen wir hier natürlich irgendwie Boilie-Stopper, einen Boilie-Bohrer, Boilie-Nadel, eine Schere habe ich dabei, einen Eimer, wo die ganzen Boilies drin sind. Da habe ich ja noch jede Menge Tackle-Container dabei, wo ich noch weitere Boilies und Pellets mit drin habe. Hier dann ein Windowback für das ganze Kleinmaterial, was ich verwende. Dann auf jeden Fall hier Banksticks, ganz klar, um die Ruten drauf zu legen. Warum Banksticks und kein Rodpod heute, das werde ich nachher noch erzählen. Dann haben wir hier unten wie immer das Schlauchboot, Tasca 260 mit Luftboden, natürlich 2.0 Ausführung. Da drin auch nochmal ein Tackle-Container, da sind die Abhackmatten drin, also die Catmat und ja, E-Motor, Batterie und so weiter. Und last but not least natürlich ein vernünftiger Kescher, denn es kann bei der Angelei durchaus vorkommen, dass man einen Karpfen beißt, den wollen wir vernünftig gelandet kriegen, genau wie große Döbel und dementsprechend ein Kescher unerlässlich. So, und jetzt vielleicht gerade noch als Zusatz. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ihr werdet mit Sicherheit festgestellt haben, dass ich ziemlich viel Material dabei habe von Fremdherstellern. Das liegt daran, dass wir uns natürlich an Karpfenanglern orientieren und da wir selbst keine Karpfenrange haben, vielleicht muss man sagen, noch nicht. Ich will da jetzt aber auch nicht zu viel sagen. Ich glaube, der Carsten wäre sonst angepisst. Dementsprechend, also wir haben keine Karpfenrange und das heißt, wenn ich Karpfenangler oder Karpfenangeln erstmal imitieren will und braucht dazu Zeug, dann muss ich mir das von denen kaufen, die das schon machen. Das heißt Karpfenhersteller und dementsprechend habe ich hier Karpfenmaterial dabei. Ich denke, kann jeder von euch verstehen. Muss man auch nicht großartig rechtfertigen. Ich wollte es nur nochmal aufgreifen. Dann spare ich mir nämlich die Beantwortung vieler Kommentare, die sich jetzt quasi durch diese Erklärung in Luft aufgelöst haben. Jetzt kommt der Teig an die Ruten, dann gehen die Ruten raus. Und dann muss ich noch hinzufügen, dass der Link für die Produkte, die von uns sind, natürlich unten wie immer in der Videobeschreibung zu finden ist. Falls euch für das eine oder andere interessiert, freuen wir uns natürlich, ob ihr es über den Shop kauft oder beim Fachhändler eures Vertrauens, ist eure Entscheidung. Ihr helft auf beiden Wegen. Von daher sage ich danke vorab und jetzt geht's ans Eingemachte. Also was man ja wirklich sagen muss, ist, dass die September-Sonne heute echt nochmal richtig Kraft hat hier. Hut ab, auf jeden Fall. Vielleicht
schlägt sich das ja auch irgendwie positiv auf die Fische nieder. Man weiß es nicht, aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß so. Also, die Routen liegen in Position. Ich zeige euch gleich noch auf dem Blog, wie genau. Aber vorab erstmal noch zu dem Umstand, warum ich jetzt hier heute von Banksticks angel und nicht vom Rodpod. In letzter Zeit war es tatsächlich so, dass die Plätze, die ich geangelt habe, unter anderem auch im letzten Video, dass sich die einfach angeboten haben, um im Rodpod zu angeln, aus zwei Gründen. Erster Grund: ich hatte die Spots so am Platz, dass ich halt tatsächlich die Routen wunderbar vom Rodpod aus angeln konnte, sodass der Schnurwinkel ideal war, dass ich mir nicht gegenseitig irgendwie ins Gehege gekommen wäre. Ich hätte mir aber auch nicht selber irgendwie einen Weg versperrt beim Gehen oder irgendwas oder beim Boot, beim Fahren, beim Neuauslegen irgendwie. Und das hat funktioniert. Grund Nummer zwei: da war echt ein harter, sehr, sehr steiniger Boden und ich musste nur einen Spieß in den Boden kriegen. Das heißt, den Erdspieß vom Rodpod, und konnte von da aus dann zwei Routen angeln. Das hat mir die Sache natürlich ein bisschen leichter gemacht. Hier ist es jetzt heute genau anders. Ich habe jetzt hier heute eine Situation, wo ich halt mit einer Route, und das seht ihr nachher auf dem Blog, relativ weit links auf dem Spot angel und mit der anderen relativ weit rechts. Hätte ich mich jetzt für eine Seite entschieden, beispielsweise ganz rechts, und hätte beide Routen dort abgelegt, dann wäre die ganz linke Route quer über den Platz gelaufen, hätte mir komplett den ganzen Weg versperrt, beim Bootfahren, beim Gehen, beim Auslegen, beim Drillen, was weiß ich. Hätte ich ganz nach links das Ding gestellt und die eine hochgefischt, wäre es andersrum, aber immer noch genauso hinderlich gewesen. Dementsprechend Banksticks heute, mit denen konnte ich wunderbar einfach verteilen. Mache ich auch eigentlich lieber, ich angle lieber von Banksticks, das ist schön schnörkellos, das passt mir gut. Wenig Klimbim dabei, finde ich geil, aber wenn es halt nicht anders geht, dann halt auch gerne mal mit einem Rodpod. Als Sicherung hinten habe ich jetzt jeweils einen Hering in den Boden reingedrückt. Den kriege ich dann beim Biss leicht gedreht oder gelöst und kann dann die Rute aufnehmen. Das ist kein Problem. Das mache ich beim Karpfenangeln auch so. Und dementsprechend sind die Ruten jetzt eigentlich scharf. Was ihr nachher sehen werdet auf dem Blog, das kann ich euch vorab schon mal sagen. Ich angel echt sehr, sehr ufernah. Denn es nutzt wirklich nichts, auch wenn man die Strukturen hat, die interessant wären weiter draußen. Ich muss heute da angeln, wo ich sauber angeln kann und vor allen Dingen, wo es auch Sinn macht, weil wahrscheinlich auch die Fische in dem Bereich sind. Die Fische werden nicht weit draußen in der Vollknallströmung stehen. Die werden nah am Rand stehen, da wo sich die Strömung ein bisschen gebrochen hat, und genau da muss ich auch angeln. Das habe ich in den vergangenen Jahren auch beim Karpfenangeln an kleinen Flüssen probiert, an großen noch nicht, aber ich gehe davon aus, an großen geht es genauso. Beim Karpfenangeln an Flüssen gemerkt, da habe ich teilweise wirklich unter der Rutenspitze geangelt. Das ist auch beim Zanderangeln oder beim Raubfischangeln oder beim Welsangeln. Ihr werft mit der Spinnrute ganz bis zum Ufer in einen Strömungsdreher, in einen Schatten rein, hinter so einen Busch oder irgendwas, und dann kriegt ihr einen halben Meter neben dem Ufer, kriegt ihr direkt den Biss. Und letzten Endes ist das hier genau nichts anderes. Ja? Ich sitze halt nur jetzt genau an diesem Spot. Dementsprechend muss ich heute Abend noch leise sein, was aber auch kein Problem ist. Ich bin allein. Ich werde mich hier nicht viel bewegen. Viel reden außer mit euch werde ich auch nicht. Von daher, wird das schon gehen. Gefüttert ist der Platz. Mache ich normalerweise auch vom Boot aus, wenn ich mein Boot ablege. Aber hier angle ich so dicht am Ufer, dass ich mir das sparen konnte. Ich habe dann einfach vom Ufer beigefüttert. Vielleicht noch als Info zur Futtermenge in den Vortagen. Ich habe es kurz am Anfang schon mal gesagt, habe ich nichts gefüttert. Es ist ein richtiges Instant-Angeln jetzt hier. Also wirklich, das muss ab jetzt funktionieren, wenn es funktionieren soll. Ohne große Vorbereitung. Und die Futtermenge, die ich jetzt eingebracht habe, sind so, würde ich sagen, insgesamt 6 Kilo Boilies und die gleiche Menge Pellets. Das liegt jetzt da drin. Hab halt hier ultra viele Mitfresser in Form von Döbeln, anderen Weißfischen, vielleicht auch dem einen oder anderen Karpfen. Habe ich zwar bis jetzt noch keinen gefangen, aber schon mal einen gehakt gehabt und geschlitzt. Also die sind auch hier, fressen mit, und wenn so ein paar Welse hier kommen, die ziehen das nach und nach eh weg. Von daher ist das nicht so viel. Jo, ansonsten mache ich jetzt die Zeichnung fertig, zeige euch die noch und dann gehen wir mal in den Abend. Hier haben wir das gute Stück. Ihr seht, Strömung von rechts nach links, anderes Flussufer sparen wir euch. Und was ihr jetzt noch hier erkennen müsst, um den Platz zu verstehen, ist, dass der hier so eine ganz, ganz leichte Ausbuchtung quasi in meine Richtung macht. Ja? Also der läuft ganz lang sehr, sehr gerade und dann macht er so eine ganz minimale Abweichung davon, wo sich das Ganze noch ein bisschen nach innen krümmt. Und dadurch, und ich habe versucht, das hier mit gestrichelten blauen Linien anzudeuten, ist hier die Strömung ein bisschen verlangsamt. Das heißt nicht, dass die sehr langsam ist, aber verlangsamt und dreht teilweise hier auch. Was hier schwarz gestrichelt ist, ist die Uferkante, die abbricht. Vorher ist es hier noch sehr flach, dann spricht die runter und dann haben wir hier so 2,80 Meter, 3 Meter und das wird dann noch tiefer Richtung Flussmitte. So, weiter raus kann ich aber nicht angeln, weil dann habe ich zu viel Treibgut im Wasser, was mir die Schnur zusetzt und dann die Montagen verrückelt. Es macht auch keinen Sinn, weil das ist hier auch der Strömungsbereich, wo ich sage, da ziehen sich die Fische jetzt raus in die Deckung. Hier habe ich auch gefüttert, den ganzen Bereich.
Und jetzt seht ihr auch, ich sitze hier mit meinem Stuhl, mit meiner Liege. Jetzt wäre halt die Frage gewesen, entweder das Rodport hier hinstellen oder dahin. Aber in beiden Fällen hätte ich mir mit der Querroute den Platz komplett zerschossen. Dementsprechend viel cooler mit einem Bankstick links, mit einem Bankstick rechts und dann einfach hier schön individuell angepasst an den Platz. Das ist so eigentlich das Ganze, was ich hier heute mache. Super easy eigentlich, super überschaubar. Aber das muss deswegen lang nicht uneffektiv sein. Und ihr erkennt es auch hier, das ist so ein typischer Bereich, wo man wahrscheinlich, wenn man hier mit dem Boot vorbeitreiben würde, mit der Spinnrute, würde man wahrscheinlich hier reinwerfen. Weil hier noch schön zwischen den Büschen, wo auch nochmal die Strömung so ein bisschen gebrochen wird, dann wird man hier so die Packung abangeln. Was hier noch wichtig ist, ich habe hier eine Steinpackung, aber die läuft nicht weit rein. Dementsprechend können die Schnüre auch relativ steil reinlaufen ins Wasser, ohne dass ich da einen Kontakt habe. Und das ist die ganze Situation. Ja, jetzt habt ihr den Plan gesehen. Das ist das Ganze, was ich hier heute vorhabe. Und es bleibt natürlich jetzt spannend, denn die Kernfrage, die ich anfangs gestellt habe, funktioniert das Angeln mit Boilies bei erhöhtem Wasserstand, bei Hochwasser? Funktioniert das auf Welse oder funktioniert es nicht? Denn es gibt ja auch noch einen weiteren Punkt, den ich bisher noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar, wie sieht es denn eigentlich damit aus, was das Hochwasser generell beim Wels im Instinkt oder im Kopf oder wo auch immer auslöst, beim Jagdtrieb? Denn es könnte ja auch sein, dass ein erhöhter Wasserstand oder ein steigender Pegel beim Wels auslöst, okay, ich muss jetzt jagen, ich muss auf die Lauer gehen, ja, ich muss Beutefische suchen. Wenn das bei allen Fischen ausgelöst wird durch einen hohen Wasserstand oder einen erhöhten Wasserstand, dann kann es sein, dass sie aufhören vom Boden zu sammeln und eher aktiv rauben. Wenn das der Fall ist, habe ich hier heute wahrscheinlich schlechte Karten, aber ehrlich gesagt, daran glaube ich auch nicht. Glauben ist natürlich nicht wissen, dementsprechend muss ich es hier ausprobieren. Fakt ist jetzt schon, jeder Wels, den wir hier heute fangen, bringt wieder ganz, ganz neue Erkenntnisse in diese ganze spannende Boilie-Geschichte, Boilie-Angelei, in der so viel steckt, meiner Meinung nach, was es noch zu entdecken gibt. Und dementsprechend bin ich wirklich mal gespannt. Ich würde mich jetzt ehrlich gesagt schon über einen Döbel freuen, einfach mal um zu wissen, dass hier Aktion am Platz ist, dass die Fische da sind, dass sie vom Grund fressen, dass sie die Köder annehmen. Und dann könnt ihr mit der herannahenden Dämmerung der erste Vollrun kommen und in Wels hängen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es so machen. Mal schauen, ob der Fluss es gut mit mir meint heute. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu Schwänen steht, aber ich halt von denen gar nichts. Das sind für mich unter anderem die arrogantesten Tiere, die es gibt. Die fütterste und im gleichen Moment fauchen sie dich an. Also für mich wirklich absolut die allerletzten Arbeitskollegen. Schön anzusehen, aber sonst nicht viel dahinter. Hätte man sich in meinen Augen komplett sparen können. Mittlerweile ist es echt stockdunkel. Es ist noch gar nicht spät. Wir haben vielleicht 8:30. Aber das Licht ist weg. Es ist auch schon echt frisch. Der Wind ist ein bisschen aufgekommen. Die Montagen liegen. Es gab vorher schon mal einen kleinen Vorzug, also so ein Schlag in der Spitze. Kann sein, dass ein Döbel am Köder war, der nicht hängen blieb oder was. Seitdem ist aber komplett Totenstille. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich gleich ablegen und dann einfach schlafend auf die Dinge warten, die da hoffentlich kommen. Wollte euch da einfach noch mal kurz hier so ein Zwischenfeedback einfach geben, auch wenn es da natürlich jetzt nicht viel zu berichten gibt, aber das Futter ist drin. Ich habe jetzt eben auch noch mal ein bisschen nachgefüttert, weil ich ein Schiff hatte, was hoch ist. Das hat guten Sog gehabt. Dementsprechend habe ich da jetzt noch mal ein paar Pellets und ein paar Boilies nachgelegt. Die Montagen wurden nicht großartig verrückt. Dementsprechend habe ich die jetzt nicht mehr neu gemacht. Das passt so. Manchmal hast du ja, dass im Laufe einer Nacht tatsächlich mehrere Schiffe durchfahren oder auch nicht jedes Mal neu die Routen auslegst und das passt dann. Von daher gehe ich davon aus, das ist jetzt heute hier auch so. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass es so ruhig ist in Bezug auf Döbel, dass da nicht mehr Aktion kommt, aber wer weiß, vielleicht kommt dann nachher irgendwann der Vollrun und es hängt direkt ein Wels oder ein Karpfen oder gar nichts. Das ist Angeln, das bleibt auf jeden Fall interessant hier. Und vielleicht noch ganz kurz hier an der Stelle als kleiner Zusatz. Also ich war in den letzten Wochen, man kann schon fast sagen jetzt mittlerweile Monaten, ziemlich aktiv, was das Boilie-Angeln angeht. Gerade auch dann in der Phase, wo wir noch normale Wasserstände hatten und Wassertemperaturen über 20 Grad oder um die 20 Grad. Habe es in der Zeit dann immer so gemacht, dass ich mir Bereiche rausgesucht habe, wo ich wusste, dass
dass dort die Welse ein bisschen an die Boilies gewöhnt sind, weil dort viele Karpfenangler sitzen und auch teilweise ich schon wusste, dass Karpfenangler dort auch schon mal, wenn es auch ein paar Jahre zurück lag, Welse gefangen haben mit Boilies. Diese Bereiche habe ich mir rausgesucht, habe sie dann 2 Tage ins Futter gelegt, jeweils so circa 7-8 Kilo Boilies pro Tag gefüttert und dann am 3. Tag sozusagen drauf geangelt und konnte im Verlauf dieser Sessions auch schon Fische fangen. Unter anderem echt 2 richtig schöne Fische, von denen ich beim einen nur den Anfang vom Drill auf der GoPro habe und ansonsten die Fischpräsentation. Da ist zwischendurch dann das Ding abgebrochen, weil die Speicherkarte komplett voll war. Und beim zweiten Fisch, ja, da haben wir alles drauf, also sowohl Drill als auch Landung plus Fischpräsentation. Und was ich auch noch habe, ist, und das gibt mir auch ein bisschen Hoffnung für heute Abend hier, dass wir nicht weit von dem Platz, auf dem ich heute sitze, vor kurzem noch einen Fisch beim Instant-Angeln gefangen haben. Also das heißt, auf einem Platz, der nicht vorbereitet war mit Futter, sondern einfach am Tag des Angelns ins Futter gelegt wurde. Und da kam dann wirklich nach 3-4 Stunden Angeln auf einen einzelnen süßen Pop-Up, sogar auf eine Rute, die extra für Karpfen auch ausgelegt war, kam dann ein Wels. Und das gibt mir noch so ein bisschen Hoffnung, dass das hier heute Abend auch instant klappen könnte. Schauen wir es uns einfach an. Ihr schaut euch jetzt auf jeden Fall erstmal die besprochenen Fische an. Ja, sollte dann hier was gehen, seid ihr natürlich dann mit dabei. Leute, hier haben wir den Fisch, den Boilie-Waller auf dem Futterplatz. War ein verdammt langer Weg bis hierhin, viele Sessions, viel ausprobiert. Boah, aber dann hat er einen wunderbaren Vollrun gemacht. Toller Drill am leichten Gerät und vor allen Dingen ein Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein. Mega. Ich denke, er ist kleiner, aber ist egal, macht Bock. Ist gut, ist wahrscheinlich ein 25 Kilo Karpfen, ne? Der wird schon stehen. Oh, ist auch ein schöner, ey. So Kategorie wie der letzte. Hängt aber richtig kacke. Oberlippe. Boah, der ist richtig geil, ey. So, da ist er. Fisch Nummer 2 vom Futterplatz. Recht kurios. Ich habe die Routen rausgelegt, kurz bevor ein Schiff kam. Dann wurde die linke Route ein bisschen verzogen. Hat mir die ganze Zeit nicht gepasst, weil es auch keinen Ton gemacht hat. Die andere Route war die ganze Zeit schon von Döbeln irgendwie berührt worden. Die nicht. Deswegen neu gelegt und hat schon beim Auslegen ein Echo auf dem Futterplatz gesehen. Und ich glaube, eine 1/4 Stunde oder so, nachdem ausgelegt wurde, pfiff genau die neue Route dann ab. Und dann kam der Fisch raus. Zuerst gar nicht so aus oder gar nicht so den Eindruck gemacht, als ob es ein Fisch in der Kategorie wäre. Aber umso besser. Nehme ich gern mit. Geil. Boilie-Angeln im Fluss. Funktioniert. Erste Aktion. Auf dem Instant-Futterplatz. Heute Abend ins Futter gelegt und jetzt lief er gerade ab. Ich bin gespannt, was kommt. Wir wissen es noch nicht. Kommt nicht hoch, ne?
fast ein Karpfen sind, ja? Ist ein Wels. Ja, ich hab gerade Quatschwürste gesehen. Geil, Mann. Geil gefärbt ist er. So, da landen wir den guten Mal. Geil. So, da seht ihr hier sauber im Maulwinkel gehakt und einzelnen Pop-up. Haben wir einfach mal ausprobiert heute Abend. Geil. So, liebe Leute. Es ist zwar nach wie vor stockfinster, aber dennoch ist die Nacht für mich vorbei. Ich habe Verpflichtungen und dementsprechend kann ich hier heute nicht großartig auspennen, sondern muss weg. Das heißt, die Kurzsession endet genau hier und auch mit genau dem gezeigten Ergebnis. Das heißt, null Aktionen, null Bisse, weder von einem Döbel noch von einem Wels noch von sonst irgendeinem Fisch. Ist natürlich jetzt nicht ganz optimal. Habe ich mir natürlich auch anders vorgestellt, aber auch das ist Angeln, ihr kennt das. Das gehört einfach dazu. Ob das jetzt bedeutet, dass man bei Hochwasser keine Welse mit Boilies fangen kann oder nicht, das würde ich jetzt einfach mal weiterhin in Frage stellen. Ich glaube, so eine einzelne Session ist da nicht besonders aussagekräftig. Also da muss man auf jeden Fall nochmal ran. Aber für den Moment hat es auf jeden Fall gezeigt, dass durchaus auch mal Blanknächte dann offensichtlich dazwischen sein können. Und alles andere, glaube ich, sehen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn es soweit ist, wenn ich das Ganze wieder versuche, aber auch bei jeder anderen Session, die ich jetzt in den nächsten Wochen starte, werde ich euch natürlich wieder mit der Kamera mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem das eine oder andere für euch mitnehmen und wünsche euch in der Zwischenzeit viel Spaß am Wasser beim Ausprobieren. Ja, fangt ein paar Fische, bleibt gesund und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis demnächst. Ciao.